Oh, da geht jetzt schon los. Petri zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in Russian Fishing 4. Ich teste schön mal einen der ältesten Spots, die es so gibt. Auf Brasse. Einer der ältesten Spots. Ist natürlich jetzt ein bisschen... aber es ist tatsächlich für mich einer der ältesten und wichtigsten Spots im Game. Einer der Spots, der schon seit Jahren immer wieder top funktioniert. So, und ich baue mal eben hier das Set zusammen. Heute mal schön entspannt auf die dicke, fette Brasse. So, noch die Mische. Klassisches Brassenfutter. Erbsenbrei draufgekloppt. Und dann natürlich, weil wir ja eine Mische verwenden, verwenden wir auch einen Clip. So. Und dann lüppt das Ganze. Perfekt. Bremse vielleicht erstmal noch ein bisschen runter. Ja. Und damit haben wir jetzt hier in, keine Ahnung, innerhalb von einer Minute alles aufgebaut. Und wir haben es jetzt gerade 18 Uhr. Das heißt, genau die richtige Zeit, um schon mal ein bisschen reinzuschmeißen. Zack, da bin ich die nächste. Um schon mal ein bisschen anzufüttern. Ja, Wolski gerade erst ausgeschmissen. So muss das sein. Und wenn jetzt dann in der Nacht gleich die dicken Fetten reingehen, dann lohnt es sich. Also wenn jetzt hier am Anfang tagsüber noch einige von den Silbernen sind, ist das schon nicht schlecht. Tagsüber hauptsächlich die etwas kleineren. Wenn die aber schon maßig sind, ist das schon mal ein ganz gutes Zeichen. Zack. Und dann hoffe ich natürlich, dass da jetzt in der Nacht hier ordentlich was reinrasselt. Ich hatte da die Infos aus dem Discord in den letzten Wochen. Wahnsinnig viel Diskussion im Discord und immer wieder ganz gute Tipps und Tricks. Wenn ihr da Bock drauf habt, ich schreibe unten drunter nochmal den Link zum Feierabend-Discord. Und dann könnt ihr euch da gerne mit anmelden und mit diskutieren und Tipps und Tricks austauschen. Und guck mal hier, der nächste. Ja. Alle ungefähr eine Gewichtsklasse bisher. Das lübt doch schon ganz gut. Der hat jetzt ein bisschen länger gezuppelt hier. Und es geht ab. Also Frequenz bisher schon richtig, richtig gut. Richtig gut. Und die Größe, damit soll es dann in die Kohle gehen. Ab dieser Färbung, ab dieser Größe macht es dann Bock. Und dann gerne so ein richtig dicker Buckel hinten halten. Dann, wenn die so richtig ausgebeult sind, dann wird es richtig geil. 3 Kilo plus. Also ich weiß, wie gesagt, noch, als ich in dem Levelbereich hier war, Alter, da war das auch hier mit Erbsenbrei. Und dann wurde das hier so wild, ne? Und dann war das damals noch nicht, dass die Fische so ewig gezuppelt haben. Die haben, da war einfach Biss, Bibibim, zack und abgezogen. Und nicht erst dieses ewig lange Rumprobieren. Und dann hast du hier einfach links und rechts und auf die 3 und auf die 1. Abgelegt, gezogen, da war das Einkurbeln das längste. Rausgeschmissen, maximal immer, weil alles andere hat immer zu lange gedauert. Maximal rausgeschmissen, zack, zur nächsten gegriffen. Während des Einkurbels hat die 1 wieder gebissen. Und dann hast du gekurbelt und gekurbelt. Ganz, ganz, ganz wildes Ding. Wie beim Heringsangeln, Alter. Richtig wild. Aber, naja. Die Zeiten sind halt vorbei, dadurch, dass die Fische jetzt immer so ewig lange rumzuppeln. Aber es heißt, der Rumpf fällt ein bisschen realistischer, ne? So. Ja. Und jetzt heißt es, Taschen voll machen. 4 Minuten. 5 kleine Fische. In der Mitte zuppelt es direkt weiter. Auf der 1 geht es auch direkt weiter. Ich glaube, das wird wild, ey. Zack. Ja, genau so. Komm ran hier, Alten. Genau so. Hatten wir das Setup schon gesagt? So grob, ne? Also 1er Haken ruhig verwenden. Ruhig die ganzen dicken. Oder ich sag mal 4er bis 1er Haken. Wir können ja mal hier eben direkt reingehen.
Zusammengebaut habe ich hier das Ganze natürlich wieder auf meinen Winkelpickerrouten. Heißt aber auch, wenn ihr eine normale Fiederroute jetzt habt, Gewichtsklasse. Ich meine, wenn man jetzt an einer alten Festung schon stand fürs Brassenangeln, kann man natürlich hier genauso stehen. Eine Fiederroute um die 5 Kilo Tragfähigkeit wäre jetzt nicht so verkehrt. Ich bin jetzt hier komplett auf 9,8 Kilo ausgelegt. Das heißt Fluorocarbon-Schnur mit 9,8 Kilo. Futterkörbchen ist mit dran. Nur 20 Gramm, also das ganz Kleine habe ich dran. Weil ich auch nur 20 Meter weit geklippt habe. Da reicht das völlig. Und dann einen dicken, fetten Einserhaken und Erbsenbrei. Ran damit und raus damit. Und die beiden links und rechts liegen schon flach. So, jetzt aber Gas. Und da bimmelt es weiter. Sehr gut. So. Guck mal, noch ein paar kleine. Aber ich finde, es fängt schon, wie gesagt, sehr gut an. Und es ist ja noch lange... Oh, das hat ein bisschen mehr Gewicht. Es ist ja noch lange nicht dunkel. Und die Brasse, wie gesagt, im Dunkeln geht es erst richtig los. Aber wenn ich mir vorstelle, das geht den ganzen Tag über schon so weiter, dann bin ich hier schon echt zufrieden. Ich glaube, ich muss gleich nochmal ein bisschen Brassenfutter nachbauen. Das ganz normale Standard-Futtermische. Ne, Moment, ist das nicht sogar vorgegeben? Brasse, hier ist es doch. Genau, Perlengraupe, Fliegenmorde, Hirsebräu und ein bisschen Anisöl. Und dann wird das hier schön zusammengemanscht. Perfekt. 40 Stück, 10 von 10. Qualität 10 von 10 natürlich nur zu erreichen, wenn man das geskillt hat. 9 von 10, 10 von 10. Das heißt, dafür müsste man dann in Angelfutterzubereitung hier 5 Punkte reinballern. Irgendwann lohnt es sich. Irgendwann lohnt es sich. Aber das ist natürlich auch wieder so eine Sache. Ne? Im Low- und Mid-Level-Bereich hat man, glaube ich, andere Sorgen, als fantastische Futtermische herzustellen. Da macht es, glaube ich, mehr Sinn, die Montage zu skillen. Und dass man da vielleicht weiter auswerfen kann oder bessere Fischkontrolle hat und sowas alles. So, ich würde sagen, wir warten jetzt erstmal hier schön ein bisschen ab, bis es dunkel ist. Und wenn das dann gleich hier schön eskaliert, gucke ich natürlich wieder rein. Es wird so langsam dunkel. Wir sehen, der Mond geht da hinten gerade über den Horizont perfekt. Zack, die Brassen beißen natürlich immer noch. Und ich musste natürlich wieder ein bisschen rumprobieren und ausprobieren. Das heißt, ich habe hier jetzt zum Beispiel einfach auch nochmal den Knoblauchteig dran gemacht. Für alle, die noch nicht, ja, oder nicht geskillt haben oder vielleicht einfach gerade kein Erbsenbrei zur Hand haben, die können natürlich dann auch den Knoblauchteig verwenden. Oder, das habe ich jetzt auch gerade mal reingeschmissen, und da bin ich natürlich gespannt, was da jetzt anbeißt. Auch ein Klassiker im Brassenangeln. Und es ist ein Rotauge. Der Mistwurm. Ich hau ihn aber wieder rein. Mistwurm ging auch immer meine Zeit lang. Deswegen rein damit. Da ist eigentlich genug Brassenmische in der Area jetzt auf 20 Meter. Knoblauchteig, Erbsenbrei, also links, rechts. Überall die Teige. Einfach ausprobieren. Und wenn das hier läuft mit den Brassen, vielleicht einfach den bestlaufenden Köder weiter durchziehen und gut ist. Immer noch so eine kleine. Ja, es fehlt natürlich immer noch so eine richtig dicke, fette, ne? 2 Kilo plus, das wäre nicht schlecht. Und wenn ich jetzt hier so gerade in den Feierabend-TV-Chat reinschaue, ist hier gerade die halbe Nation auf Brasse aus, Alter. Unnormal. Unnormal. Was sie am Rausziehen sind. Brassen kloppen. Und vor allem auch an verschiedensten Gewässern, ne? Ob das alte Festung ist oder ob das am Kuori ist. Zack. Wild.
Und da geht's weiter hier auf Mistwurm. Guck mal, das ist sogar eine ganz vernünftige Frequenz. Und wenn das jetzt alles 800 Gramm Rotaugen sind, muss ich ja sagen, ist das auch nicht so schlecht. Na, das ist sogar wieder eine Brasse. Also, jetzt haben wir so langsam Nacht. Ab jetzt ist es eigentlich so die Idealzeit. 23, 24 Uhr. Jetzt sollte da doch ein bisschen mehr gehen. Dann bimmelt es auch direkt wieder los hier auf der 3. Gucken wir mal, ob da gleich noch ein paar Dicke reinballern. Und es bimmelt und es bimmelt. An allen Ecken und Kanten. Zack. Alter, und hat sogar noch ein bisschen Gewicht, ey. Mal fast die Bremse mal wieder ein bisschen hochziehen. Ja. Ja, noch nicht ganz so riesig fett, aber schon mal nicht schlecht, ey. Eppa, jawolski. Schön, da haben wir doch ein schönes Ding mit 2,3 Kilo. Und das tatsächlich auf dem Knoblauchteig jetzt. Die Mitte hatte ich gerade auch nochmal geändert. Hab mir gedacht, ach komm, Alter, in der Nacht baller doch auch mal einen fetten Tauwurm drauf hier. Tauwurm auf dem dicken, fetten Einserhaken. Ich hoffe, da geht nichts ganz so riesengroß Fettes rein, dass ich hier ewig lang im Grill noch hängen bleibe. Aber ein Tauwurm kann sie kann man einfach mal machen. Vielleicht geht da eine fette Quappe rein oder sowas. Oder ein Aal. Boah, ey. Das wäre natürlich auch geil. Wurde hier auch schon alles gefangen, ne? Da wäre ich natürlich offen für. So. Also, was sagt denn die Zeit? Momentan Kescher ganz gut gefüllt. Halbe Stunde ist noch nicht ganz rum. 10 Minuten hätten wir jetzt noch für den schönen Durchschnitt allen. Und dann, ja, ziehe ich jetzt noch ein bisschen was raus und dann verkaufen wir den ganzen Sermon gleich erstmal. Und da sind wir wieder schnell hier rüber gerannt wieder zum Fischmarkt und wir gucken natürlich mal rein, was das Ganze denn jetzt hier so gebracht hat. Also in Gänze, in etwas mehr als einer halben Stunde, über 40 Fische und insgesamt knapp 100 Silber. Da wäre noch ein bisschen mehr gegangen. Die sind vom Gewicht her ganz okay, aber auch hier viele Fischfetzen dabei, die man schön zu Fischfetzen hätte verarbeiten können. Und von diesen schweren Oschis hier, ich würde sagen, mal so 2 rein zu wenig. Da hätte schon noch ein bisschen mehr reingehen können. Nichtsdestotrotz kann man das machen, wenn man Bock hat auf Brassen hier am Volcho Kratsching. 100 Silber mitgenommen. Ja, ich würde sagen, Petri, ihr Lieben, schaut mal im Discord vorbei. Da gibt es noch ganz viele andere Spots, die gerade auf Brasse sehr, sehr gut funktionieren. Bis zum nächsten Mal. Petri.